Hallo zu einer neuen Ausgabe unserer Videowochenschau. Neuenkirchener Buchhandlung als hervorragend prämiert. In Hannover bekam Inhaber Martin Weitzmann die Auszeichnung im Rahmen der Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises. Das Gütesiegel überreichte ihm Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien. Unbekannte drangen in der Nacht auf Donnerstag in das Gebäude der Kirche St. Jakobus in Lutten ein. Die Täter warfen mit Steinen mehrere Fenster ein und durchwühlten die Schränke. Der Schaden wird auf 5.000 Euro beziffert. Ihr wisst nicht, wen ihr am 24.09. bei der Bundestagswahl wählen sollt? Wir stellen euch in kurzen Videos die 6 Direktkandidaten näher vor. Die Clips findet ihr auf der Facebook-Seite der UV. Am kommenden Samstag ist der Hardensbergsee in Goldenstedt wieder im Strandfieber. Das Festival startet um 14 Uhr. Die Veranstalter empfehlen übrigens, dass ihr euch die Tickets schon im Vorverkauf holt. Wir werden für euch wieder in einem Video ein paar Eindrücke festhalten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.